Ja, hallo Freunde und willkommen. In den folgenden Video werde ich euch zeigen, welche Einstellungen nötig sind, um eure Rechner ohne Passworteingabe starten zu können. Ja, wenn ihr eure Rechner startet, dann bekommen wir normalerweise diese Anmeldefenster hier. Da müssen wir unser Passwort eingeben, damit unser Profil geladen wird. Wenn wir uns aber ja diese Passworteingabe sparen möchten, das geht relativ einfach. Ja, wir drücken einfach die Windows-Taste und die R-Taste und hier in dieser Zeile hier, da schreiben wir einfach netplvic, ja, das ist das User Accounts Management Tool, ja, das Tool, um die Benutzer zu verwalten halt, ja, und dann einfach auf OK klicken. Daraufhin öffnet sich hier das Tool. Das sieht dann so aus, wenn ihr auf dem Rechner mehrere Benutzer angelegt habt, dann erscheinen ja alle hier. Ich habe jetzt hier nur eins. Genau, jetzt alles, was wir brauchen müssen, ist einfach hier den Haken rausnehmen. Ja, Benutzer müssen Benutzernamen genau eingeben. Wir wählen einen Benutzer aus, mit der Rechner starten soll, mit dem Profil. Ja, nehmen einfach hier den Haken raus und klicken auf Übernehmen, geben das Passwort hier vielleicht noch mal ein, klicken auf OK und ja, das war's eigentlich schon alles. Ja, einfach hier mit OK bestätigen und jetzt, wenn wir den Rechner neu starten, ich mache das jetzt einfach mal, dann wird das Profil direkt geladen, also ich werde da nach keinem Passwort mehr gefragt. Der Rechner wird dann direkt mit dem Profil hochgefahren, den ich da ausgewählt habe. Das dauert einen kleinen Moment. Ja, wie gesagt, das funktioniert auch mit Windows 7, Windows 8, 8.1. und Windows 10, das ist hier in dem Beispiel eine Windows 10 Maschine. Und ja, wenn das funktioniert hat, dann sollte jetzt eigentlich mein Profil hier geladen werden, ohne irgendeine Passworteingabe. Genau, sieht gut aus. Dauert irgendwie nur einen kleinen Moment hier. Jetzt ist aber irgendwie genau und schon ja, sind wir angemeldet, ohne das Passwort eintippen zu müssen. Was wir vielleicht noch machen können, was mir jetzt gerade einfällt, ist, wenn wir zum Beispiel, wenn der Rechner in Standby-Modus geht. Ich gucke mal, vielleicht mit unter Systemsteuerung, und zwar nach dem, wenn der wieder aufwacht aus dem Standby-Modus, dass dort da das Passwort eben auch nicht mehr verlangt wird. Das kann man hier irgendwo ändern unter Energieoptionen. Genau, hier Kennwort bei Reaktivierung anfordern und hier einfach, das ist jetzt bei mir ausgegraut, weil ich diese Funktion nicht aktiviert habe, aber einfach hier markieren, Kennwort ist nicht erforderlich, und dann auf Änderung speichern, und dann wird dann eben auch nach dem Aufwachen aus dem Standby-Modus auch kein Passwort mehr verlangt. Ja, das war's eigentlich schon alles, ziemlich einfach. Ja, ja, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich,
und bis nächstes Mal.